Herzlich willkommen zum letzten Lauf der Goodyear 4 European Truck Racing Championship. Wir sind hier in Jarama und das ist natürlich Antonio Albacete. Ich denke, er ist der Mann hier. Hallo, schön dich zu treffen. Danke. Wir kennen dich im Truck, aber das ist ein Mini Cooper. Du bist nicht nur ein Rennfahrer, sondern beschäftigst dich auch mit Mini Cooper. Was machst du? Ach ja, das ist eine lange Geschichte. Das, was ich im Moment tue, ist eine kleine Waschanlage. Ich repariere und baue die klassischen Minis auf. Und wir möchten Spaß haben. Möchtest du eine Runde mit mir fahren? Da weht die spanische Flagge. Fan Nummer 1. Dann lass uns mal in die Geschichte schauen. Danke, dass du die Fotos mitgebracht hast. Das hier ist spektakulär. Du in Jarama. Ja, das bin ich in Jarama. Und das bin ich auch mit einem der ersten Autos meines Vaters. Das ist mein Vater hier in Jarama am Anfang. Das sieht man an dem Tower. Große Geschichte mit dem Mini, aber der hier ist Maxi. Ja, der Große. Bei der Goodyear 4 ETRC. Du hattest in den letzten Wochen nicht immer Glück. Was denkst du über diesen letzten Auftritt für dein Heimrennen? Oh, ich denke, wir sind gut vorbereitet. Es ist mein Heimrennen. Da gibt es natürlich ein klein wenig Druck, aber ich hoffe, das ist alles okay. Und dass wir nicht wieder dieses Pech haben und wir ein paar gute Ergebnisse machen können. Ich denke, es sind eine Menge Menschen hier. Ich hoffe, dass wir es gut machen und Spaß haben. Es ist das letzte Rennen und wir wollen Spaß haben. Mit Norbert Kich in der Pole Position und Jochen Hahn auf der zweiten Position geht die Truck-Europameisterschaft in ihr letztes Rennwochenende. Und der Start wird freigegeben und Clemens Hecker startet aus der Boxengasse wegen technischer Probleme im Warm-up. Start ist freigegeben, Norbert Kich gegen Jochen Hahn. Wer hat das bessere Ende für sich in der ersten Kurve in der Fangio? Ein kritischer Punkt hier auf der Strecke in Jarama. Bessere Linie für Norbert Kich. Jochen Hahn muss nachgeben, Sascha Lenz und Antonio Albacete fighten um die dritte Position. Kich kann sich in Führung leicht absetzen gegen Jochen Hahn und Antonio Albacete kommt auf den dritten Platz, geht an Sascha Lenz vorbei. Dann gibt es einen Unfall zwischen André Kosim und Adam Latzko, den Jamie Anderson aus der Logenposition mitfilmt. Norbert Kich setzt sich weiter ab, Jochen Hahn auf 2, Albacete auf 3 und Sascha Lenz versucht hier den dritten Platz von dem lokalen Matadoren Antonio Albacete zurückzuholen. Das gelingt ihm zunächst nicht, er muss ein wenig abreißen lassen und hat im Moment keine Chance auf ein Podest in diesem ersten Rennen. Wir sind bei Jamie Anderson im Fahrzeug und im Cockpit. Der Brite kämpft ja noch um den Sieg im Promoters Cup gegen Theo Calvé. Auch das eine Entscheidung an diesem Wochenende. Und Jamie Anderson tut alles, um möglichst weit nach vorne zu kommen, um möglichst viele Punkte zu erzielen und den Abstand zum führenden Theo Calvé im Promoters Cup zu verkürzen. Antonio Albacete greift nach Jochen Hahn. Norbert Kich mittlerweile abgesetzt vom Feld und Sascha Lenz auch nicht in der Position angreifen zu können. So ist es der Spanier, der hier dem sechsfachen Europameister Jochen Hahn ein wenig das Leben schwer macht, aber nicht an Jochen Hahn vorbeikommt. Immer noch der Kampf zwischen André Kosim und Jamie Anderson. Und auch José Rodríguez versucht, Position um Position gut zu machen in seinem MAN.
Anderson immer noch hinter Kosim. Der Don't Touch Racing Pilot verteidigt seine Position mit allen Mitteln. Dann an der Innenseite geht Anderson vorbei an André Kosim. Leichte Berührung, aber eben auch nur leichte Berührung. Kosim versucht zu kontern und in der nächsten Kurve die Position zurückzuerobern. Das gelingt nicht. Norbert Kich gewinnt das Rennen vor Jochen Hahn und Antonio Albacete. Das die ersten drei in Rennen 1 in Jarama. Glückwünsche vom Team an den alten und neuen Europameister Norbert Kich. Norbert Kich, congratulations, how was the race? Herzlichen Glückwunsch, Norbert Kich, wie war das Rennen? Das war meine Revanche für die letzte Situation im Interview. Ein kleiner Insider. Jetzt im Ernst. Sehr gute Performance heute. Du bist vom Start weg so gefahren, wie du gesagt hast. Du musstest nach links schauen, was ging. Wie hast du es hinbekommen, vorbeizugehen? Ja, es ist heute sehr gut gelaufen. Schon im freien Training. Das Setup war sehr gut. Es ist sehr wichtig, die Pole Position in der ersten Kurve innen zu sein. Ich hatte einen guten Start. Und so gewinnt Norbert Kich vor Jochen Hahn und Antonio Albacete, die drei Big Boys auf dem Siegerpodest. Das Resultat nochmal im Überblick. Kich, Hahn, Albacete, Sascha Lenz, der ja noch um den Vize-Europameistertitel mit Jochen Hahn kämpft, auf der vierten Position verliert Punkte. Adam Latzko auf der 5, sein Teamkollege Theo Calvé auf der 6, Jamie Anderson hinter Calvé, wichtig für den Promoters Cup. Zweites Rennen am Samstagnachmittag, wie gewohnt im sogenannten Reverse Grid in umgedrehter Startreihenfolge der ersten 8. Und das bedeutet, dass André Kosim vom Don't Touch Racing Team hinter dem Iveco S-Way Bio-LNG Gas betrieben in die Formationsrunde geht. Rennen wird freigegeben, André Kosim und Theo Calvé in der ersten Reihe, dahinter Adam Latzko und Sascha Lenz. Sascha Lenz muss in diesem Rennen vor Jochen Hahn punkten, um den Abstand im Kampf um die Vize-Europameisterschaft weiter zu verkürzen. Rennen startet, sehr guter Start von André Kosim. Das sehen wir hier aus der Onboard von Sascha Lenz, der ganz, ganz dicht hinter dem 21-jährigen Franzosen Theo Calvé herfährt. Aber André Kosim gewinnt die erste Kurve und es geht soweit auch alles gut. Der Iveco setzt sich an die Spitze, dahinter Theo Calvé in der zweiten Position. Adam Latzko hat Sascha Lenz überholt und belegt aktuell den dritten Platz. Im weiteren Verlauf Sascha Lenz, Antonio Albacete und der von der achten Position gestartete Europameister Norbert Kich. Den Berg hoch staubt es immer etwas, weil die volle Breite der Strecke ausgenutzt wird. Und die muss auch André Kosim ausnutzen, denn der Druck von hinten wächst auf den Iveco-Piloten, der seinen ersten Sieg in dieser Saison feiern möchte. Theo Calvé versucht immer mal wieder auf der rechten oder der linken Seite herauszufahren, André Kosim etwas nervös zu machen, aber dem Iveco-Piloten passiert kein gröberer Fehler. Im Hinterfeld geht es auch wiederum um die Entscheidung im Promoters Cup. Heißt, Jamie Anderson muss nach vorne kommen, um Theo Calvé noch die Stirn im Promoters Cup bieten zu können. Er überholt gerade Steffi Halm im Iveco vom Team Schwabentrack, wieder einen Platz gewonnen. Vorne kann André Kosim sich ein ganz klein wenig absetzen. Adam Latzko beschützt seinen Teamkollegen vor der Meute, die dahinter kommt. Und das sind die Jungs, die immer in der Lage sind, einen Platz gut zu machen. Norbert Kich geht nach vorne, geht an Antonio Albacete vorbei, versucht es, gelingt ihm vor der Anfahrt auf die Bugatti-Kurve. Jochen Hahn schaut sich das an, riskiert nicht allzu viel. Er weiß, Sascha Lenz ist nicht so weit vorne, dass der Vize-Europameistertitel für ihn im Moment gefährdet sein kann. Enges Feld in diesem zweiten Rennen. Norbert Kich jetzt hinter Sascha Lenz, versucht am
Oromitzer vorbeizugehen. Und dann der Angriff von Thieu Calvet. Er versucht es, er geht links neben André Kosim den Berg hoch, aber Kosim hat genügend Power, um sein Fahrzeug in führender Position zu lassen. Der Sieg rückt immer näher für Maggie und für André Kosim. Und dann gibt es in der Zieleingangskurve ein kleines Missverständnis zwischen Thieu Calvet und seinem Teamkollegen Adam Latzko. Und Thieu Calvet kann in dieser Kurve nicht mehr angreifen. Erster Sieg der Saison für André Kosim. Don't Touch Racing feiert. Und das ist natürlich für die ganze Mannschaft Balsam auf die Seelen, im letzten Rennwochenende einen Sieg zu fahren. Und dementsprechend groß ist die Freude bei André Kosim und bei seinem gesamten Team. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Was ist das für ein Feiertag heute für dich? Wie fühlst du dich? Es ist großartig. Erster Sieg der Saison, das ist sehr wichtig für uns und ja, wir sind sehr glücklich. Es war ein sauberes Rennen. Wie konntest du dich aus dem Gewühl heraushalten? Ich weiß und alle wissen, dass die Reifen hier ein großes Problem sind. Ich habe meine Reifen gut gemanagt, konnte den Speed von Adam und Theo mitgehen und dann habe ich das Rennen gewonnen. André Kosim, erster Sieg der Saison, der 9. Sieg seiner Karriere. Er steht ganz oben auf dem Podest, neben ihm Thieu Calvet und Adam Latzko. Das erste Mal, dass die beiden Baggera-Piloten gemeinsam auf einem Podest in einem Hauptrennen stehen. Nochmal die Resultate in der Übersicht. André Kosim, Thieu Calvet, Adam Latzko, das ist das Podest. Sascha Lenz letztendlich auf der 4, Norbert Kirch auf der 5, Jochen Hahn auf der 7. Position und Stefanie Halm vom Team Schwabentrack bildet den Abschluss in den Top 10. Die Einblendung zeigt es schon, Red Flag. Wir schauen uns an, warum es zum Abbruch des dritten Rennens am Sonntagmittag kommt. Start erfolgt, Antonio Albacete sehr, sehr gut, setzt sich sofort vor Sascha Lenz, der das Ganze aus dem Cockpit so mitbekommt. Dann geht es in die erste Kurve, dann geht es in diesen kritischen Bereich. Kich ist durch, dann wird Adam Latzko von Albacete ein wenig gerammt und dann gibt es einen Domino-Effekt, der dazu führt, dass Jochen Hahn hinten auf dem Hinterrad von Sascha Lenz aufsitzt, Abbruch und dann müssen die Bergefahrzeuge her, La Bestia und alle anderen müssen jetzt erstmal die Fahrzeuge trennen. Hier nochmal aus der Onboard von José Rodríguez, da sitzt Jochen Hahn auf. Es gab wohl vielleicht einen Bremsversuch von Sascha Lenz, einen Kontakt von Thieu Calvet zu Jochen Hahn, dann zu Steffi Halm und dann nehmen die Dinge ihren Lauf und dann kann es passieren, dass 5,3 Tonnen ganz leicht werden und so aufsitzen, wie es hier ist. Sascha Lenz konnte seinen MAN selbstständig wieder in die Box fahren und in die Startaufstellung fahren. Aber für Jochen Hahn war dieses dritte Rennen gelaufen. Er konnte nicht teilnehmen. Fahrzeug musste repariert werden, um am vierten Rennen nochmal teilzunehmen. Das Rennen 3 jetzt im zweiten Anlauf sieht wieder Norbert Kich in führender Position. Er hat seine insgesamt 50. Pole Position erzielt und das Rennen nimmt seinen Lauf. Sascha Lenz an seinem Arbeitsplatz. Adam Latzko neben ihm in der ersten Reihe. Gute Superpole für den Tschechen, aber er kann Norbert Kich nicht halten. Antonio Albacete versucht in der ersten Kurve an Adam Latzko vorbeizugehen. Sascha Lenz lauert an vierter, fünfter Position. Jamie Anderson auf dem Weg nach vorne. Er möchte verhindern, dass Thieu Calvet den Promotors Cup gewinnt. Und er hat nur noch einen winzigen Strohhalm. Er muss hier ganz vorne landen und für Thieu Calvet reicht schon ein vierter Platz. Norbert Kich kann sich absetzen, Adam Latzko folgt ihm. Der Baggera Freightliner ist aber nicht in der Lage, den Reves MAN anzugreifen. Thieu Calvet wird überholt von José Rodríguez. Das hat aber überhaupt keine Bedeutung für den Franzosen. Er ist im Moment safe. Aktuell wäre er der Promotors Cup Gewinner 2022.
Antonio Albacete hält sich vor Sascha Lenz. Für Sascha Lenz natürlich wichtig, Jochen Hahn nicht dabei. Alle Punkte, die Sascha Lenz holt, verringern den Abstand zum zweitplatzierten sechsfachen Europameister Jochen Hahn. Antonio Albacete mit einer sehr guten Vorstellung, bereits am Samstag mit einem Podium, möchte er gerne seinen Fans hier noch ein weiteres Podium zeigen. Und er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Jamie Anderson zwischenzeitlich auf die fünfte Position vorgefahren. Und Antonio Albacete greift nochmal nach Adam Latzko. Möchte gerne von der dritten auf die vierte Position. Es reicht am Ende nicht. Es wird ein zweiter, dritter Platz an diesem Wochenende für den Lokalmatador. Norbert Kich gewinnt auch dieses dritte Rennen. Und Shane Brereton hat ein paar Teile an seinem Apollo Tire Tour Truck Racing MAN verloren. Aber eine Entscheidung ist gefallen. Theo Calvé gewinnt den Promoters Cup 2022. Sein erster Titel in der Europameisterschaft. Norbert Kich ist das Siegen ja schon gewohnt, aber für Theo Calvé ist es etwas ganz, ganz Besonderes, diesen Titel zu gewinnen. Große Freude bei Reves Racing. Man fährt an diesem Wochenende ohne Druck. Die Europameisterschaft wurde in Le Mans eingefahren. Und riesengroße Freude bei Theo Calvé und Bagheera ZM Racing zu diesem Titel Promoters Cup Sieger 2022. Und dann gibt es auch schon mal ein Küsschen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es gemacht. Du hast den Promoters Cup gewonnen und du hast zuerst mal deinem Team von allen Karambolagen von hinten erzählt, ganz lebensnah. Aber lass uns zuerst über deinen ersten Titel sprechen. Was bedeutet der für dich? Es ist toll, den Titel in diesem Jahr gewonnen zu haben. Es war kein einfaches Jahr. Ich denke, das war das schönste Geschenk, was wir haben können. Ich bin sehr glücklich und möchte dem Team danken. Und wie gesagt, es war kein einfaches Jahr mit einigen unglücklichen Rennen, aber ich habe eine Menge gelernt. Und ich denke, es ist toll für das ganze Team und ja, danke. Norbert Kich zum zweiten Mal ganz oben auf dem Podest in Jarama beim Saisonabschluss. Adam Latzko und Antonio Albacete auf den Plätzen 2 und 3. Aber noch viel wichtiger, die Entscheidung im Promoters Cup ist gefallen. Jamie Anderson steht zwar oben auf dem Podest, aber Theo Calvé mit dieser zweiten Position im Promoters Cup, der Sieger in diesem Jahr, in dieser Kategorie. Und die Gratulationen der Offiziellen sind natürlich berechtigt. Wir schauen nochmal auf das Resultat. Kich, Latzko, Albacete, Sascha Lenz auf der 4, Jochen Hahn nicht dabei. Also Sascha Lenz kann Punkte gut machen. Jamie Anderson ist Fünfter geworden, Theo Calvé Siebter und das Ergebnis. Calvé 368, Jamie Anderson 351, 17 Punkte haben zum Sieg gefehlt. Das 32. und damit letzte Rennen der Saison steht auf dem Programm hier beim Abschlusswochenende in Jarama. Und wiederum geht es in den Reverse Grid. André Kosim erneut auf Pole, Theo Calvé erneut auf dem zweiten Platz. Beide können frei fahren. André Kosim hat gestern ein Rennen gewonnen. Theo Calvé heute in Rennen 3 den Promoters Cup-Titel gesichert. Dann geht's aber schon mal richtig rund. Theo Calvé kann sich gegen André Kosim in der ersten Kurve durchsetzen. Der versucht noch zu kontern, dabei verliert Maggie ihre Stoßstange. Jamie Anderson als erster im Kies muss das gesamte Feld an sich vorbeiziehen lassen. Das ist auch nicht mehr so tragisch, wird er sich denken. Den Promoters Cup Titel konnte er nicht gewinnen, aber er ist mit dem zweiten Platz und der gesamten Saison sehr, sehr zufrieden. Sascha Lenz hinter André Kosim auf der dritten Position. Ein letzter Strohhalm für den Vize-Europameistertitel. Jochen Hahn hat das Fahrzeug zum vierten Rennen fertig bekommen. Die Mannschaft hat tolle Arbeit geleistet. Er startete von ganz hinten, konnte sich aber schon in der ersten Runde auf die neunte Position vorfahren. Dann gab es einen Kontakt zwischen André Kosim und Sascha Lenz. Auch der muss jetzt einige Fahrzeuge an sich vorbeifahren lassen. Und damit sind die
Hoffnungen auf den Vize-Europameistertitel begraben. Aber es entwickelt sich ein spannender Kampf um die dritte Position. Vorne fährt Calvé weg, André Kosim fährt frei, aber Steffi Halm hat von der ersten Runde an Druck von Adam Latzko, von Norbert Kich, von Sascha Lenz, und Latzko erwehrt sich den Angriffen von Norbert Kich. Kann Steffi Halm für das Schwabentrack-Team hier im letzten Rennen noch einen Podestplatz erkämpfen? Berghoch, der Iveco gut, Adam Latzko auch, Norbert Kich ist da. Das Salz in der Suppe. Der wird immer wieder versuchen, einen Platz gut zu machen. Geht gerade an Adam Latzko vorbei. Das erhöht den Druck auf Steffi Halm noch einmal. Adam Latzko versucht zu kontern an der Innenseite in der Zieleingangskurve, kann aber keinen Platz nach vorne kommen. Einsames Rennen für Theo Calvé. Er wird es lieben. Und auch André Kosim ist auf einem sicheren zweiten Platz. Dann greift Sascha Lenz Adam Latzko an. In Fight um die Position hinter Norbert Kich. Lenz versucht in einem den Europameister mit zu überholen. Gelingt ihm nicht, reiht sich hinter ihm ein. Aber Jochen Hahn hat Adam Latzko ebenfalls überholt, ist jetzt einen Platz hinter Sascha Lenz. Dann greift Norbert Kich nach Steffi Halm. Steffi Halm verteidigt sich, fährt Kampflinie. Eine etwas derangierte Maggie fährt auf einem sicheren zweiten Platz. Und André Kosim wird ein weiteres Podest an diesem Wochenende besetzen. Steffi Halm am Limit, im Kies, aber auf der dritten Position. Norbert Kich findet keinen Weg vorbei. Steffi Halm kontert alle Angriffe des Europameisters und behält ihren dritten Platz. Reicht das bis zum Ende der 12 Runden? Kich wieder in der Rechtskurve auf der äußeren Linie. Zu viel Weg, und dann gibt es ein Problem bei Sascha Lenz. Er dreht sich. Jochen Hahn kommt vorbei, aber Sascha Lenz muss das gesamte Feld an sich vorbeiziehen lassen. Damit ist die Entscheidung um den Vize-Europameistertitel endgültig gefallen. Jochen Hahn wird Zweiter und somit Vize-Europameister. Immer noch die Angriffe von Norbert Kich gegen Steffi Halm. Aber die Herrenbergerin verteidigt sich bis auf den letzten Meter, während der MAN von SL Tracksport 30 im Gras steht. Der erste und einzige Ausfall in diesem Jahr für Sascha Lenz zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Vorne ist alles klar, Theo Calvé 10 Sekunden weg, André Kosim auf der 2. Aber wird Steffi Halm aufs Podest kommen? Wird sie sich gegen die Angriffe des Revech MAN bis zum Ende verteidigen können? Jochen Hahn schiebt sich jetzt vor Norbert Kich, und das ist natürlich eine gute Situation für Steffi Halm. Das ist so das Schwesterteam, ja, bei Hahn Racing, Schwabentrack, und Jochen Hahn hat bestimmt keine Ambitionen, Steffi Halm diesen dritten Platz noch wegzunehmen. Es geht noch einmal in die Bugatti. Jochen Hahn ist als Wingman unterwegs, beschützt den dritten Platz aktuell von Steffi Halm gegen Adam Latzko und auch gegen Norbert Kich. Sieg für Theo Calvé, überlegener Sieg mit über 11 Sekunden Vorsprung. André Kosim mit dem zweiten Podest, und auf der dritten Position, sie hat es geschafft über 12 Runden, der Iveco von Team Schwabentrack, Steffi Halm mit einem sehr versöhnlichen Saisonabschluss. Und das sieht das Team von Hahn Racing und natürlich auch von Schwabentrack ganz genauso. Und dann werden die Nebelmaschinen angeschmissen. Es gibt Donuts ohne Ende, insbesondere vom Lokalmatadoren Antonio Albacete. Aber auch Heinrich Clemens Hecker lässt sich nicht lumpen, wenn es darum geht, Jarama in den Nebel zu versetzen. Sieg für Theo Calvé zum Abschluss der Saison. Und dann gibt es ein Diving zum Team, die natürlich unendlich froh sind, dass er dieses letzte Rennen für Bagheera ZM Racing gewonnen hat.
Promoters Cup Titel und Rennen gewonnen. Das ist doch toll, du wirst feiern. Ja, es ist so toll, das letzte Rennen der Saison zu gewinnen. Und für das Team ist es ein Dankeschön für die tolle Arbeit, die sie in der Saison gemacht haben. Es war eine anstrengende Saison, aber jeder hat seinen Job gemacht. Wir haben getan, was wir konnten. Und ja, wir sind halt ganz, ganz toll um den Sieg gefahren. Sehr, sehr schön. Ich bin wirklich glücklich. Und das zeigt er auch mit seinen Emotionen auf dem Siegerpodest. André Kosi, Steffi Halm auf den Plätzen 2 und 3. Und wir schauen uns noch mal schnell die Resultate an. Calvin Kosim Halm, Jochen Hahn auf der 5. Sascha Lenz musste leider aufgeben. Jochen Hahn, Vize-Europameister. Sascha Lenz noch mit 4 Runden gewertet, aber nicht mehr in den Punkten. Und das ist dann der Abschluss der Meisterschaft. Norbert Kisch, Jochen Hahn, Sascha Lenz. Das die ersten drei der Europameisterschaft 2022 und im Promoters Cup Theo Calvé, Jamie Anderson und Shane Brereton. Das war die Saison 2022 der Goodyear 4 European Truck Racing Championship. Wir würden uns freuen, wenn wir euch im nächsten Jahr wiedersehen würden.